Herzlich willkommen, Markus Termin, Astrologisches Stundenbuch. Wir schreiben den 11. März 2024. Der Mond hat seine Neumondposition in den Fischen schon verlassen und ist rübergegangen ins Zeichen Widder. Und dort findet er auch den Messenger, den Merkur, der verstärkt eben auch den Widder. Und so schnell verändert sich die Situation aus einem mächtigen Fische-Stellium, das jetzt noch aus Sonne, Saturn und Neptun besteht, wird ganz schnell ein kleines Widder-Stellium. Und das ist Feuerenergie, das ist Aufbruchsenergie. Natürlich mit dem Widdermond nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das wäre kontraproduktiv. Etwas Zweites passiert heute Abend, so circa gegen 11 Uhr, wechselt die Venus vom Wassermann in die Fische. Und jetzt ist natürlich diese gegenseitige Rezeption zwischen Uranus und Venus, zwischen Wassermann und Stier, weil Uranus den Wassermann beherrscht und Venus den Stier beherrscht und jeweils einer im Zeichen des anderen stand, nennt man das Rezeption. Das ist wie eine starke Konjunktion, eine starke Klammer. Die ist jetzt vorbei. Aber eine zweite, eine neue Rezeption ist sich am Anberaumen, nämlich wenn dann die Venus gewechselt ist in die Fische, dann ist sie nicht im Zeichen des Uranus, sondern sie ist im Zeichen des Jupiter, denn Jupiter regiert nach alter Weise die Fische und Venus bleibt nach wie vor natürlich Tagesregentin des Stier, sodass also die Rezeption mit der Venus anhält. In dem Fall ist es eine Jupiter-Venus-Rezeption. Vorher hatten wir die Uranus-Venus-Rezeption. Für diejenigen, die der neuen Astrologie und den neuen Planeten misstrauen, ist das jetzt sogar die Rezeption, die nach alter mittelalterlicher Lehre, nach klassischer Astrologie auch hundertprozentig abgestempelt ist. Also die kommende ab heute Nacht, circa um 11, wenn die Venus in die Fische hineingeht und dort eben sich dazugesellt zu Sonne, Saturn und Neptun und diesen Fruchtsalat anreichert durch die Idee einer höheren Harmonie. Und darum geht es schließlich. Wie können wir diesen Tag optimal für uns nutzen und was können wir machen? Mein Gefühl ist, Mond im Zeichen Widder und Merkur im Widder, also die Engel- und die Erzengel-Energie im Zeichen des Impulses und des Aufbruchs und der Heilung mit Chiron. Lasst uns gucken, was wir heute zu diesem Thema zustande kriegen und wenn es nur für uns selber ist, besser noch für andere. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Markus Termin, Astrologisches Stundenbuch. Ha, eine Sache muss ich noch sagen zu Lilith in der Jungfrau. Zu diesem Zweck bin ich gleich wieder da. Kennt ihr das? Ja. Also das wäre jetzt meines Erachtens die positivste Verwendung von Lilith in der Jungfrau. Ein wunderbares Buch, Susanne Fischer-Rizzi, mit Zeichnungen, wie man sie heute überhaupt nicht mehr kennt und nachvollziehen kann. Oder doch vielleicht noch nachvollziehen kann, herrlich. Und diese Schätze, ja, die können wir ausgraben mit Lilith in der Jungfrau und damit das Positivste zustande bringen, was man überhaupt zustande bringen kann. Hier Johanniskraut. Ich mache das übrigens, ich mache zumindest einmal im Jahr ein selbstgemachtes Öl. Mein Öl vom letzten Jahr stellt eine Mischung dar zwischen Olivenöl ist die Grundlage, dann nehme ich Rose, dann nehme ich Rotkraut, eben dieses Johanniskraut, was sich auch zur Heilung von, Moment, bin kein Heilpraktiker, ich darf das alles gar nicht sagen, aber mein privater Nutzen, also Rose, Johanniskraut und Lavendel, riecht wunderbar, eine herrliche Lilith in Jungfrau-Mischung. Ich danke fürs Zuhören. Wer Lust hat, mit mir in Kontakt zu treten, diese E-Mail-Adresse ist es wie immer und da unten im Blog die Bedingungen für eine Beratung. Ich freue mich auf euch morgen. Markus Termin, Astrologisches Stundenbuch an diesem Nach-Neumondtag, den 11. März 2024.